Herzlich willkommen zu Soul Food Journey. Hallo meine Lieben, heute gibt es ein ganz tolles Interview mit Christine Woltmann von Eat Train Love und mittlerweile auch einem eigenen Podcast Celebrating Yin. Ich habe sie im Januar kontaktiert und wir haben es nun endlich geschafft, eine gemeinsame Podcast-Folge zum Thema Glück aufzunehmen. Und ja, sprechen über glücklich sein, dass Glück eine Art anders wahrzunehmen und zu denken ist und die Menschen doch oft in eine, wenn ich das und das habe, dann bin ich glücklich, Falle tappen. Und wie du diese Kunst erlernen kannst, das erfährst du in diesem Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Dann sind wir ja eigentlich auch schon mittendrin. Genau. Jetzt spulen wir nochmal zurück. Nein. Genau, repeat. Genau. Nein, ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr darüber, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir uns jetzt heute über das Thema Glück, glücklich sein und auch eine Entwicklung, die man innerhalb des eigenen Glückempfindens gehen kann, weil ich glaube, da bist du eine gegangen, soweit ich das zumindest von außen betrachtet und vom Lesen der Inhalte beurteilen kann. Deswegen freue ich mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich freue mich auch. Magst du denn mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wer ist Christine Woltmann? Welche kurze Reise oder auch lange Reise hat Christine Woltmann so hinter sich bis heute? Und in welcher, wie ist Eat Train Love geboren worden und jetzt daraus der Podcast? Welche Thematik oder über welches vielleicht Erlebnis oder welche Zeit in deinem Leben bist du überhaupt in diese Richtung gegangen oder hat dich gefunden? Das ist eine lange Geschichte. Ich versuche es mal ein bisschen abzukürzen. Also bei mir war es eigentlich so, die eigentliche Reise oder der Anfang der Reise war ungefähr 2011 bei mir, weil ich damals mit meinem berufsbegleitenden Studium durch war. Ich habe meinen Job auch innerhalb dessen gewechselt und ich war eigentlich an so einem Punkt, wo ich überhaupt nicht glücklich war in meinem Leben. Also ich die Zeit parallel zu studieren und zu arbeiten und dann auch noch so in so eine Nachwuchsführungsschiene zu kommen, es war unglaublich hart, unglaublich viel. Und ich wollte mir das nicht so richtig eingestehen zuvor und habe aber dann gemerkt, als das alles so mal sacken, also als ich mal den Moment zum Durchatmen hatte, habe ich gemerkt, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, mein Leben fährt so an mir vorbei und ich sitze eigentlich nicht im Zug drin. Und dann habe ich angefangen, ich hatte 2011 mein erstes Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Da ging es nämlich genau um Selbstverantwortung, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Und da habe ich auf einmal dazu ein bisschen bei mir das erste Mal Klick gemacht, dass ich gedacht habe, Mensch, irgendwie muss das Leben noch ein bisschen mehr parat haben als das. Und ja, ich habe einfach tatsächlich angefangen, mich mit allem Möglichen quer zu beschäftigen. Sei es mit Ernährung, sei es mit Bewegung auch wieder, weil ich war früher als Kind und Jugendlicher ein sehr sportlicher Mensch, dann irgendwann gar nicht mehr. Und ich hatte halt auch, ich hatte mit Migräne zu kämpfen, mit Rückenschmerzen. Also das waren alles so Punkte, wo ich so dachte, hey, irgendwas passt da nicht. Und wie gesagt, auch so dieser Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ja, was ist Glück eigentlich? Wie komme ich dahin? Wo finde ich das? Das waren alles so Themen, mit denen ich damals angefangen habe, mich zu beschäftigen, so 2011, 2012. Und 2012 habe ich tatsächlich auch mir in der Silvesternacht, also von 2011 auf 2012, vorgenommen, okay, Christine, jetzt krempelst du mal so richtig dein Leben um. Ui. Und bei mir fing das tatsächlich mit der Ernährungs- und der Sportschiene an, da ich mir auch da einfach konkretere Ziele setzen konnte. Ja. Und parallel, ich glaube, am 1.2., also einen Monat später, habe ich dann mit meinem Blog begonnen damals, weil ich gedacht habe, okay, ich möchte einfach meine Reise dokumentieren. Und für mich war das so, erstmal so dieses, für mich auch eine gewisse Verpflichtung, das einzuhalten, weil ich A, nochmal selber mir durchlesen konnte, was ich so gemacht habe und welche Fortschritte ich gemacht habe. Und B, aber auch, um einfach auch so mir diesen Weg weiter zu ebnen und das zu sehen. Das war für mich damals wichtig. Mhm. Ja, und so ging meine Reise dann immer weiter. So ist dann irgendwann auch diese Idee. Also erst hieß mein Blog auch noch ganz anders. Da hatte ich auch noch gar keine Ahnung vom Bloggen. Ach so, okay. Ja, genau. Damals hieß mein Blog noch Selbstbewusst leben. Also wegen sich selbstbewusst sein. Ja.
Und genau, und dann ist irgendwann, weil es immer mehr in diesen Dreiklang ging, Eat, Train, Love halt daraus geboren, der Name. Und ja, der Blog wurde immer größer, es hat immer mehr Menschen angesprochen und ich habe meine Reise natürlich auch selber fortgesetzt. Und so habe ich mir eigentlich so über die Jahre so Baustein für Baustein ja, in mein Leben geholt oder wenn es nicht mehr gepasst hat, wieder abgestoßen, da wieder was Neues. Und ja, so habe ich mich quasi auf meinem Weg entlang gehangen. Ja, ja. Ja, so die beste Version, so sage ich es ja immer, die beste Version von mir zu sein. Und zwar nicht in diesem Sinne höher, schneller, weiter, sondern einfach so, wie ich mich wohlfühle. Genau. Ja, ja. Würdest du sagen, oder aus deiner Sicht, kommt es dem auch nahe, wenn du sagst, die beste Version von mir selbst, würdest du das wie eine Reise beschreiben, die du gegangen bist, so zurück sozusagen zu deiner Verbindung mit dir selbst, zu deinem wahren Ich? Ist das so vergleichbar? Oder? Ja, kann man schon sagen. Also heute bin ich wirklich auch die Person, die ich gerne sein möchte. Da gibt es immer noch also natürlich gibt es immer Entwicklung, aber im Vergleich zu der Person, die ich damals so vor 5, 6 Jahren war, ist das eigentlich gar kein Vergleich mehr. Ja. Das habe ich auch gespürt. Also für mich war zum Beispiel ganz wichtig, so in meine eigene Kraft zu kommen, in dieses Gefühl, in diese Intuition, ins Herz zu kommen. Früher war ich sehr viel im Verstand unterwegs. Ich habe einfach gar kein Gefühl dafür gehabt, was mir wirklich gut tut, auf jeder Ebene irgendwie. Sondern ich habe ganz viel gemacht, was von außen kam. Ich habe ganz viel gemacht, was sich von außen gut war sozusagen, ob das jetzt eine Leistung war oder etwas anderes. Und ja, heute lebe ich mein Leben ganz anders, weil ich einfach immer wieder spüre, okay, ist das jetzt wirklich meins? Tut mir das jetzt gut? Und erst wenn ich das auch wirklich positiv beantworten kann, dann gehe ich auch erst in etwas rein oder lass mich auf etwas ein. Und das ist ein Riesenunterschied zu früher. Also ich bin schon mir wieder näher gekommen und das fühlt sich auch genauso an. Das ist schon diese beste Version. Ja, ja. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast dich diesem Gefühl genähert und dir auch bestimmte Fragen immer wieder gestellt, ist es das, was ich brauche? Fühlt es sich schon so an, wie es sich anfühlen soll? Wenn jetzt jemand zum Beispiel zuhört, der sagt, naja, aber ich fühle da irgendwie im Moment gar nichts. Ja. Oder ich weiß gar nicht, wo ich da überhaupt anfangen soll, damit ich anfange, etwas zu fühlen. Oder wie kann ich mich denn überhaupt diesem Gefühl nähern oder dieser Lücke nähern, wo die Gefühle spürbar werden und nicht immer nur zwischen Kopf und Handlung hin und her springen, wie bei so einem Ping-Pong-Spiel. Hast du da vielleicht aus Erfahrung irgendein Tool gehabt oder irgendeine Übung gehabt, die du bewusst oder unbewusst damals angewandt hast, die dich da auf dem Weg begleitet hat? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon früher habe ich super gerne Yoga gemacht. Also das fing schon, glaube ich, in meiner Abi-Zeit irgendwann an. So mit 18, 19 rum, vielleicht sogar noch ein Tuck eher. Und da habe ich damals schon gemerkt, das tat mir sehr gut. Ich habe es dann wieder völlig aus den Augen verloren, einige Jahre. Ja. Habe dann auch so 2011 wieder mit angefangen. Und das war zum Beispiel immer was, wo ich gemerkt habe, wenn ich da auf meiner Matte bin und meine Übung gemacht habe, hatte ich immer das Gefühl, so hinterher dieses, ja, so diese Glückseligkeit und ich bin bei mir. Also das war schon so ein erstes Anzeichen davon. Und das Gleiche habe ich quasi auch immer wieder beim Meditieren erlebt. Also da bin ich dann erst später zugekommen, aber es war im Grunde das gleiche Gefühl, das ich hinterher hatte. Und naja, die beiden lassen sich auch gut miteinander kombinieren. Ja, auf jeden Fall. So richtig, glaube ich, der Durchbruch bei mir kam dann, als ich so vor gut 2, 2,5 Jahren mit meiner Morgenroutine angefangen habe. Weil da habe ich beides nämlich direkt in meinen Morgen integriert und bin quasi, ja, nach dem Aufstehen habe ich damit angefangen und war eigentlich sofort bei mir. Also das habe ich gemerkt. Und wenn wir unseren Tag schon so anfangen, dass wir so bei uns, ja, uns einchecken oder auch so in diese Intuition gleich morgens gehen, dann begleitet uns das den ganzen Tag über. So ist mein Empfinden zumindest. Und ja, das fand ich unheimlich wertvoll. Also für jemanden, der jetzt auch gerade auf dieser Reise ist und sagt, Mensch, ich fühle da nichts, das ist, fand ich sehr, sehr wertvoll. Also gerade so dieses Meditieren, auch wenn das immer so schwer klingt, so sich mal ruhig hinsetzen und da mal rum sein. Aber ich glaube, es kann halt so für 5 Minuten kann das jeder und wir können ja auch reinwachsen. Deswegen, das finde ich sehr wichtig. Ja, und einfach mal ausprobieren. Also einfach mal ausprobieren und wenn es am Anfang nur eine Minute ist, aber
einfach mal reinfühlen, ob das ein Gefühl sein könnte, was sich langfristig gut anfühlt oder sogar den Start in den Tag verändert. Genau. Ich glaube, diese Neugier bringt einen ja auch manchmal dem Gefühl, was man sich gerne wünscht, näher. Ja. Oder eigentlich nur das Ausprobieren. Genau. Und dann, du hast ja schon gesagt, der Name von dem Blog hat sich ja ein bisschen entwickelt oder weiterentwickelt. Ja. Und auch da ist ja wie eine kleine Geschichte dahinter. Also es sind ja jetzt drei Wörter, Eat, Train, Love. Mhm. Warum hast du diese drei oder genau diese drei, ich meine, es gibt ja 1000 verschiedene Wörter und auch schöne Wörter, aber es sind ja nun genau die drei geworden bei dir. Genau. Was steckt da so hinter für dich aus deiner Sicht? Also was ich einfach schnell gemerkt habe, so oft auf dieser Reise, also am Anfang hatte ich immer das Gefühl, so ja 2011, 2012, dass einfach, dass ich irgendwie alles ausprobiert habe. Ich habe irgendwie alles angefangen. Da war erstmal so in mir auch oder so in meinem Leben erstmal ein ganz schönes Chaos an Dingen, die ich neu ausprobiert habe. Das gehört aber für mich damals dazu. Aber ich habe irgendwie gemerkt, irgendwie lässt sich das alles so in drei Bereiche fassen. Das eine ist eben die Ernährung, die gesunde Ernährung oder auch natürliche Ernährung. Das andere ist dann das Thema Bewegung. Und das dritte ist so dieses ganze Thema Selbstliebe, Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht auch so Spiritualität. Also das war immer schon so erkennbar. Und egal, was ich gemacht habe, in eine dieser Kategorien gehörte es tatsächlich. Und ja, ich mag einfach das Buch Eat, Pray, Love total gerne. Das ist ja auch so eine Dreierreise quasi. Ja. Weil es auch eine Reise ist und ich meinen Weg auch immer als Reise wahrgenommen habe, habe ich für mich einfach irgendwann gesagt, Mensch, ja, das passte dann ganz gut. Das haben mir dann auch noch Leser irgendwie bestätigt, die dann so auf dieselbe Schiene auch gekommen sind. Und dann war es einfach klar, dass es der Name wird. Ja, ja, ja. Ich habe den Film auch witzigerweise noch gar nicht, also es ist noch gar nicht so lange her, dass ich den Film gesehen habe. Mhm. Ich hatte den schon ganz lange auf dem Schirm, aber irgendwie kommt es ja immer zu einem, wenn es dann wirklich passt. Und ich fand den auch, also ich fand den Film, also den ich fand den so tiefsinnig, ja. Auch wenn es ein typischer Hollywood-Film ist oder so zu sein scheint, finde ich den wirklich sehr, sehr erkenntnisreich und tiefsinnig. Ja, genau. Ja, und das ist auch das Schöne. So, sie hat ja auch im Grunde auf jeder Ebene oder auf jedem Reisebestandteil bestimmte Erkenntnisse und Erfahrungen. Und so ging es mir eigentlich auch, dass ich so gemerkt habe, okay, Mensch, Ernährung geht nicht ohne Sport und Sport, das geht nicht ohne Ernährung und gleichzeitig geht alles nicht ohne Selbstliebe. Und so webten sich die Teile ineinander. Und bei ihr wäre es genauso. Wäre sie nach Italien wieder nach Hause gefahren, wäre sie nicht so erkenntnisreich gewesen. Ja. Von daher gehörte irgendwie alles so für mich auch zusammen. Und das ist auch mal das, was mein Blog, glaube ich, ausgemacht hat, so dieses Ganzheitliche. Das war mir immer total nicht nur irgendwie ein Fitness-Blog zu sein oder ein Food-Blog zu sein, sondern ja, alles irgendwie zusammenzufassen und auch da einfach so dieses Herz mitspielen zu lassen. Wenn mir jetzt irgendwie mehr nach Fitness war, dann habe ich auch mal teilweise mehr über Fitness gebloggt und wenn ich wenn ich total Lust auf Rezepte hatte, dann habe ich da in der Schiene mehr gemacht und genauso dann halt auch beim Thema Love, kam da mehr zusammen. Also diese Phasenweise oder diese Phasen hatte ich einfach und habe es mir auch immer wieder dadurch erlaubt, dass der Blog so groß ist natürlich. Ja. Du schreibst ja auch auf deinem Blog über das Thema Glück. Ja. Und also ich glaube, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch vielen Hörerinnen und Hörern, die zuhören. Ich habe früher zum Beispiel immer gedacht, als ich noch so ganz tief in meiner Essstörung drin gesteckt habe, habe ich immer gedacht, wenn die Essstörung weg ist, dann bin ich glücklich. Ja. Und es war auch so, dass ich glaube, wenn man mich gefragt hat oder gefragt hätte, wenn ich darüber gesprochen hätte zu dem Zeitpunkt, wenn da jemand gefragt hätte, was wünsche ich mir oder was wünschst du dir eigentlich, Kira, dann hätte ich, glaube ich, gesagt, ich möchte einfach nur glücklich sein. Glücklich sein, ja. Und es erschien mir immer so unerreichbar, dieser Zustand, weil ich den immer in so einer Verknüpfung, wenn ich die Essstörung nicht mehr habe, dann bin ich glücklich. Mhm. Wenn ich sie gefühlt, also dann hatte ich sie ja gefühlt immer und jahrelang und habe mich damit identifiziert und war deswegen gefühlt nie glücklich, weil ich diese Wenn-Dann-These in mir hatte. Ja. Und
Wie war das denn so bei dir? Also was ist so deine Erfahrung mit glücklich sein? Und was ist dein Verständnis oder vielleicht gibt es auch gar keine Definition von glücklich sein heute im Leben? Das hat sich bei mir auf jeden Fall auch gewandelt. Also ich hatte früher, oder sagen wir mal so, ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl, dieses, wenn das und das ist, dann bin ich glücklich. Das ist halt so ein Trick unseres Egos, um uns immer wieder vom Glück abzuhalten. Ob wir das jetzt wollen oder nicht wollen, irgendwie dieses wenn, dann haben wir scheinbar alle im Kopf. Und das wenn halt etwas anderes. Und bei mir war es eigentlich auch so, dass ich immer wieder bestimmten Sachen, also gerade auch anfangs, bestimmten Sachen hinterhergejagt habe. Also dass ich so dachte, okay, wenn ich jetzt erstmal fit bin, dann ist das und das. Und wenn ich jetzt erstmal schaffe, meine Ernährung auf das und das Level zu bringen, dann ist das. Und wenn erstmal meine Rückenschmerzen weg sind, das hatte ich teilweise auch. Also dass ich wirklich immer phasenweise so dieses wenn, dann hatte. Und ich weiß gar nicht, mit was es kam. Also ich habe zum Beispiel ja 2013 auch mit dem Kurs in Wundern begonnen, mich zu beschäftigen und bin da ganz tief eingetaucht. Und irgendwie hatte ich auf einmal so ein bisschen, also gerade durch die Arbeit da, die auch nicht einfach war, hatte ich das Gefühl, immer mehr das Glück woanders zu sein scheint. Und das sagt ja der Kurs in Wundern ja auch immer wieder an jeder Ecke, dass das Glück eigentlich immer da ist. Und das ist mal was, was wir gar nicht verstehen können, dass wir so denken, das Glück ist immer da. Es kann ja gar nicht sein, es muss ja irgendwo anders sein, weil ich bin ja gerade nicht glücklich. Aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, wenn ich so Sachen einfach abgelegt habe, also wenn ich gesagt habe, ganz ehrlich, ist jetzt egal, ob ich das und das habe oder gerade hier meine Yoga-Ausbildung beendet habe oder das habe oder Zeit habe oder wie auch immer, ich kann jetzt glücklich sein. Und dann habe ich mir auch irgendwann erst die Erlaubnis gegeben, auch mal so diese kleinen Momente zu genießen und den Weg zu irgendeinem Ziel zum Beispiel auch zu genießen. Das ist ja auch so ein Klassiker, wie ich jetzt glücklich bin, wenn wir ihn erreicht haben. Und so habe ich mich mit der Zeit, glaube ich, auch verändert. Einfach, dass ich mittlerweile einfach viel mehr auch die Wege genieße, das Hier und Jetzt oder den Tag einfach genieße und nicht immer nur nach irgendwelchen super tollen Momenten und Ereignissen und erreichten Zielen hinterher bin. Genau. Und würdest du, also aus heutiger Sicht, wenn dich jetzt jemand fragt, was ist für dich Glück oder wann bist du glücklich? Also ist das ein Unterschied? Erstmal, was ist Glück für dich und wann bist du glücklich? Sind das zwei unterschiedliche Dinge? Nicht unbedingt, würde ich sagen. Also Glück ist immer so ein Universalbegriff, den wir in der deutschen Sprache auch für andere Dinge verwenden. Also Zufall ist ja oft auch, wird ja auch als Glück bezeichnet. Deswegen bin ich gar nicht so sehr mit dem Begriff glücklich, sozusagen mit dem Glück. Für mich ist es eher glücklich sein oder glücklich an sich. Und ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass ich dieses Gefühl, also Glück ist eigentlich, oder glücklich sein ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl kann ich in mir selber erzeugen. Und das kann ich auch jederzeit in mir erzeugen. Ich muss es halt nur zulassen. Und es ist einfach so eine Kette. Mit unseren Gedanken fängt es ja an. Gerade auch, wenn wir denken, diese Wenn-Dann-Geschichte ist ja auch nur ein Gedanke. Ja. Und wenn wir aber, oder ich habe irgendwann gelernt auf meinem Weg, wenn ich bestimmte Gedanken denke, kann ich mich glücklich fühlen irgendwann. Also ich denke mich sozusagen glücklich. Und das hat mit der Zeit auch immer besser funktioniert. Am Anfang konnte ich das gar nicht so glauben. Es war auch so eine Reise mit dem Kurs in Wundern tatsächlich verbunden. Irgendwann habe ich aber gemerkt, das funktioniert tatsächlich und es funktioniert auch heute noch. Und es war nicht nur ein kleiner Ausschnitt, sondern ich arbeite auch wirklich immer wieder damit, wenn ich halt auch einen schlechten Tag habe oder mal aus diesem Glück rausgefallen bin, dass ich denke, okay, ich weiß aber, wie ich jetzt wieder dahin kommen kann. Und ich glaube, es ist aber auch eine Illusion, dass wir immer irgendwo ganz oben schweben können und sagen, ha, ich bin immer glücklich, weil wenn wir dieses Unglücklichsein gar nicht kennen würden oder so einen neutralen Zustand zumindest, dann würden wir auch gar nicht wissen, was wirklich glücklich sein bedeutet. Also wir brauchen, glaube ich, auch immer diese Polarität, um dann wieder in dieses Glück halt reinzufinden. Das war für mich schon wichtig, dass ich erkannt habe, hey, das Glücklichsein kann ich selber machen. Ja. Gibt es da was du, also wie machst du das? Wenn du dich vielleicht mal in einem, ich kann das nicht oder ich weiß nicht, wie das hier funktionieren soll oder es geht alles nicht, wie ich das möchte. Wie machst du das, dass du dich da nicht in diesem Gedankenstrudel verlierst, sondern irgendwo noch die Tür öffnest und den Ausstieg nimmst?
Also was für mich persönlich sehr wichtig war, ist einfach, dass ich mich, also ich hatte immer dann das Gefühl, wenn ich irgendwie unglücklich war, dass ich mich nicht beschützt gefühlt habe. Also dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin allein jetzt gerade mit meinen negativen Gedanken oder wie auch immer. Also dieses Gefühl, allein zu sein, war glaube ich, echt stark. Und es war auch wie so ein Muster, das ich durchgezogen habe. Und bei mir war es tatsächlich auch so, diese Spiritualität, so dieses Universum kennenzulernen, das mich tatsächlich umgibt und auch da eine Kraft ist, die einfach da ist für mich. Ob man da jetzt dran glaubt oder auch, ob jemand an Gott glaubt oder nicht, das muss jeder selber entscheiden. Für mich ist es so diese Kraft des Universums, auch ein gewisses Bild von Gott tatsächlich. Und damit, also als ich angefangen habe, mich damit mehr zu beschäftigen und das auch mehr fühlen zu können, dass da jemand ist, der mich beschützt und dass ich nie allein bin und dass ich immer unterstützt und geliebt bin, habe ich gemerkt, okay, egal was da so kommt, egal wie blöd ich mich gerade fühle, sobald ich daran denke, also wirklich, das sind teilweise auch Affirmationen, die ich mir dann zurechtgelegt habe, dass ich sage, Universum unterstützt mich, Gott ist immer bei mir und solche Geschichten. Wenn ich mir das immer wieder in den Kopf hervorgerufen habe, dann habe ich gemerkt, dass dieses Unglücklichsein nachlässt und ganz oder viel, viel stärker so dieses erstmal so ein bisschen die Erleichterung kommt und auf einmal irgendwann auch so dieses, hey, ich bin getragen und ich brauche gar keine Angst haben, ich bin nicht alleine, kann wieder in dieses Glück zurückgehen. Und oft ist es auch so, das, was ich ja auch schon meinte, wir erlauben uns oft nicht glücklich zu sein. Und gerade dieses Gefühl von allein zu sein, das ist ja auch ein Gedanke, den wir haben. Und der tut aber eigentlich ganz schön weh, weil niemand möchte eigentlich alleine sein und auch niemand möchte ungeliebt oder schutzlos sein. Und wenn wir uns das wirklich so, oder wenn wir schaffen, uns das so im Kopf hervorzurufen, das war für mich ein ganz wichtiger Schlüssel, dann hat mir das zumindest sehr geholfen, einfach in diesen Glückszustand auch wiederzukommen. Ja. Das dauert manchmal, das ist nicht so wie so ein Schalter, den ich umlege und ha, dann bin ich wieder glücklich. Ja. Sondern das ist einfach so, es braucht manchmal schon ein paar Stunden, manchmal braucht es auch ein paar Tage, um dann wieder dahin zu kommen. Ja. Du hast ja auch vorhin erzählt, dass du da, also dass du irgendwann so gemerkt hattest, dass du unglücklich bist und hast dann oder hast dadurch angefangen, dich mit dir zu beschäftigen oder dich überhaupt so ein bisschen auf die Reise zu machen. Was hat das eigentlich alles zu bedeuten oder was gibt es da eigentlich in dem Bereich? War das so von heute auf morgen, dass du angefangen hast oder war es schon... Also war es aus einer Lust heraus, würdest du sagen, oder eher aus einem Schmerz heraus? Also anfangs auf jeden Fall aus einem Schmerz heraus, also dass ich gemerkt habe, nee, so kann es nicht weitergehen. Das war so mein erster Gedanke. Okay. Und der Auslöser war tatsächlich, dass ich auf einmal aber auch diesen Freiraum, diese freie Zeit hatte, mich mit etwas anderem als damals meinem Studium wieder zu beschäftigen. Das war so, glaube ich, diese Kombination, dass ich gemerkt habe, so, nee, so kann es nicht weitergehen und hey, okay, ich habe jetzt wieder mehr Zeit, was will ich denn eigentlich damit machen? Also ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, ich war Anfang des Sommers fertig mit dem Ganzen, habe meine Masterarbeit abgegeben. Ja. Und dann war wirklich erstmal Ruhe und da habe ich mich echt hingesetzt, mich draußen hingesetzt und kann mich heute noch dran erinnern an den Moment, einfach eine Liste geschrieben, was ich den ganzen Sommer machen will. Und in dem Moment war schon so stark, dass ich gedacht habe, boah, ich kann hier wieder mein Leben gestalten. Ich kann mir ein Leben holen, was ich gerne möchte. Ja. Und da standen auch ganz banale Sachen drauf, wie, keine Ahnung, zum Teich gehen und Enten füttern. Weil bei uns war da so ein Teich in der Nähe und ich wollte das unbedingt mal wieder machen. Ja. Genau, und so ist das halt, so fing das eigentlich an, dass ich die Zeit hatte, diesen Schmerz natürlich gespürt habe und das heilen, also für mich halt heilen wollte. Aber auch einfach die Neugier hatte. Also ich war schon immer ein total neugieriger, aufgeschlossener Mensch und dieses Ausprobieren war halt einfach ein riesengroßes Geschenk, dass ich so ganz viele Sachen machen konnte. Wenn hast du vielleicht einen Tipp für jemanden oder vielleicht hast du auch schon mal mit jemandem gesprochen in den letzten Jahren oder auch, ich denke, viele Menschen schreiben dir sicherlich auch auf deine Artikel und auch jetzt noch Podcast-Folgen. Aber gab es mal jemanden, der vielleicht gefragt hat, naja, diese Neugierde, ich verstehe schon, warum ich die brauche und warum das gut wäre und dass ich ausprobieren sollte, doch mir fehlt so der vielleicht Mut zum Ausprobieren oder so das
ja, das, ja doch, der Mut oder das Vertrauen oder der Glaube an mich oder dieses Vertrauen, im Prinzip ist es ja auch das Vertrauen in etwas Höheres, also in das eigene Leben, in das Universum, wie auch immer derjenige das für sich benennen möchte. Doch, also was, gibt es da was, was du einem solchen Menschen sagen könntest, würdest, der nicht so richtig weiß, wie er diese Neugierde aufbringen kann? Also es ist, ich glaube, ein bisschen ist es auch angeboren. Also es gibt, glaube ich, eher neugierige, aufgeschlossenere Menschen. Also ich bin auch so ein typischer Scanner-Mensch. Also ja, das ist mich einfach auch ganz viel interessiert. Genau. Aber auf der anderen Seite kann ich das andere auch gut verstehen. Also ja. Oder es gibt ja so zwei Stufen. Die eine Stufe ist, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, wie ich das anfangen soll. Ich weiß gar nicht, ich habe Angst dafür, überhaupt was Neues auszuprobieren. Und dann gibt es so diejenigen, die aber auch sagen, oh, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich will. Also ich weiß es einfach nicht. Da kommt nichts. Ich habe keine Verbindung mehr zu mir. Ja. Ich weiß auch nicht mal, was ich irgendwie ausprobieren sollte. Und andere haben, die wissen vielleicht, was sie machen wollen, haben aber nicht den Mut. Aber ich glaube, es gehört einfach zu der Reise mit dazu. Also es ist einfach ganz wichtig, dass du dir dann bewusst machst, okay, ich möchte aber was an meinem Leben verändern oder wie dringend möchte ich denn was verändern? Und so dir nochmal ganz klar zu machen, warum ist das eigentlich so? Warum will ich was verändern? Und ob das jetzt, was du schon gesagt hast, ob das jetzt aus dem Schmerz heraus ist oder aus der Lust heraus ist, bei vielen kommen Veränderungen aus dem Schmerz heraus. Die haben vielleicht, weiß ich nicht, Übergewicht oder die haben, wie du jetzt zum Beispiel hattest, eine Essstörung oder die haben, weiß ich nicht, nur gearbeitet und nie gelebt. Irgendwie kommt meistens so ein gewisser Schmerz und dieser Einblick, doch, jetzt muss ich was ändern oder jetzt will ich was ändern. Ja. Mit diesem Willen kommt dann oft auch so dieses, okay, jetzt fange ich mal an. Und was ich nur empfehlen kann, ist wirklich einfach kleine Schritte zu machen. Also erstmal ganz kleine Dinge auszuprobieren, weil es geht ja nicht gleich darum, den Job zu kündigen und alles hinzuschmeißen, sondern... Ja. Also ich weiß zum Beispiel noch, eine der ersten Sachen, mit denen ich damit angefangen habe, war, ich wollte unbedingt mal Klettern ausprobieren. Das hat ja eigentlich überhaupt nichts mit Beruf oder sonst was zu tun, sondern es war einfach so ein kleiner Traum. Ich dachte so, jetzt machst du das mal. Und ich habe es irgendwie ein paar Monate gemacht und habe dann aber festgestellt, nee, irgendwie ist das nicht so meins. Und habe es dann wieder losgelassen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. So wie das Ausprobieren ist, so das Loslassen wichtig. Ja. Damit wir wirklich einfach die Dinge behalten, die tatsächlich zu uns passen und nicht irgendwie nur wieder was wir uns aufgegabelt haben, mitnehmen. Ja. Genau, und deswegen also eher so mit kleinen Schritten anfangen und ja, tatsächlich auch, ob jetzt auch jemand mitzieht aus dem Umfeld. Das war zum Beispiel bei mir auch anfangs nicht der Fall. Also mein Partner hat erstmal gar nicht mitgezogen. Dem war das eigentlich egal, was ich da gemacht habe. Ja. Und dann habe ich aber einfach ja über das Internet natürlich auch Menschen gefunden, die auch auf einer ähnlichen Reise waren, habe mich mit einigen auch Bloggern angefreundet und da sind teilweise Freundschaften entstanden, die heute noch bestehen, auch wenn die vielleicht gar nicht mehr bloggen oder sich die Wege dann so gesehen anders entwickelt haben, aber wir sind dann immer noch verbunden und ja, das ist einfach auch total schön. Also ich glaube, wir müssen uns immer bewusst machen, aus was Neuem kann auch immer was richtig, richtig Schönes entwachsen. Auch vielleicht manchmal Mut, aber auf der anderen Seite ist es dann aber auch, lockt dann halt auch ein riesengroßes Geschenk am Ende. Ja, ja. Auch neue Möglichkeiten und manchmal sogar auch Dinge oder Möglichkeiten, von denen wir vorher sogar noch nicht mal eine Ahnung haben, dass es dann entgeht oder wirklich passiert oder... Ja, also die Zukunft kann ja auch keiner hervorsehen, egal wie groß die Sorge oder unsere Gedanken sind. Ja, total. Ich meine, das beste Beispiel ist ja auch im Grunde mein Blog. Ich habe damals angefangen, weil ich meine eigene Reise dokumentieren wollte. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, da irgendwie einen riesen Blog aufzuziehen oder ein Business aufzubauen. Und ich bin da halt so reingewachsen irgendwo und habe dann irgendwann aber gesagt, okay, jetzt nehme ich das Ganze ernst und jetzt betrachte ich das auch als Teil meines Jobs sozusagen und habe da auch diese Aufgabe erst mit angenommen. Aber am Anfang habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob das jetzt jemanden interessiert oder nicht, sondern ich habe es halt für mich gemacht und aber dadurch natürlich auch wirklich mit so einer Leidenschaft und so einem Herzgefühl, weil ich nicht geguckt habe, oh, wie viele Follower habe ich denn jetzt schon und wie viele Leserzahlen und wie entwickelt sich das, sondern Ich habe erst anderthalb Jahre später überhaupt angefangen, meine Zahlen zu tracken und zu gucken.
Cool. Mich hat das voll schön, ja. Es war halt auch noch nicht so die Zeit in Deutschland. Also ich war eine der ersten Healthy Living Bloggerinnen überhaupt in Germany. Ja. Aber das zeigt ja auch, also ich finde gerade am Anfang, wenn da die Zahlen sozusagen nicht die Priorität haben, zeigt es auch einfach, wie viel Herz da drin steckt und wie viel Leidenschaft du daran gearbeitet hast, weil du einfach die Priorität zum Beispiel Geschichten erzählen, Content liefern, Artikel schreiben, weil das wahrscheinlich Priorität hatte am Anfang, auf jeden Fall. Ja, und weil ich mir einfach gar nicht so einen Kopf gemacht habe, was will jetzt jemand lesen, sondern ich habe halt das geschrieben, was mich beschäftigt hat. Und meine Geschichte ist auch eine Geschichte, wie es viele andere einfach kennen. Und dieses Gefühl von, ich bin nicht bei mir selber und jetzt gehe ich auf die Reise und komme bei mir an, das ist einfach eine Geschichte, die kennt fast jeder Mensch für sich. Ja. Dadurch, dass sie eben auch so breit war, hat es eigentlich, glaube ich, dann immer mehr Menschen auch angesprochen, weil jeder konnte sich in irgendeiner Facette von mir wahrscheinlich wiedererkennen. Mhm. Ja, so ist das dann entstanden. Wenn ich dich jetzt heute fragen würde, und ich mache es jetzt einfach, was ist denn deine Aufgabe, die du bekommen hast, mit E-Train Love der Welt zu geben? Es ist tatsächlich, Menschen zu bewegen und auch bewegt zu werden. Also diesen Satz hatte ich irgendwann mal in einem, ich glaube, auf einem Seminar auch mal für mich aufgeschrieben, weil ich gemerkt habe, also das hatte so ein bisschen damals auch eine Doppeldeutung, weil es da war es sehr, sehr viel, hatte ich sehr viel Yoga gemacht und da kam so dieses Bewegen, das körperliche Bewegen natürlich auch mit rein. Mhm. Aber ich habe gemerkt, also A, es ist immer beides. Es würde nie in eine Richtung funktionieren. Also ich möchte nicht nur bewegen und Menschen bewegen, ob es jetzt im Körper ist. Und ich möchte aber auch nicht nur bewegt werden. Also jetzt irgendwas konsumieren, was mich persönlich berührt und bewegt. Sondern für mich war es immer beides. Und dieses Bewegen ist halt natürlich auch innerlich gemeint. Also ich möchte einfach mit Menschen inspirieren, motivieren, einfach sich selber wieder näher zu kommen, mit sich in Kontakt zu kommen, wirklich so in die eigene Kraft zu kommen und zu sagen, so jetzt weiß ich, wer ich bin und jetzt gehe ich raus. Egal mit was auch immer das ist und mir dann einfach auch das Leben meiner Träume zu gestalten, wie auch immer das aussehen mag. Ob das jetzt ein eigenes Business ist oder ob ich da meinen Traumjob irgendwo als Angestellte finde oder auch, weiß ich nicht, wenn es nur im Sport die Leidenschaft ist, also... Ja. Das ist eigentlich relativ egal, aber dieses Universelle ist tatsächlich, Menschen zu inspirieren, wieder sich mit sich selbst in Kontakt zu kommen und dann aber aus dieser Kraft auch wirklich rauszugehen. Weil ich glaube einfach, dass jeder von uns so einen Funken hat, der auch nach außen springen muss. Den nicht einfach nur für uns behalten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da möchte ich einfach so viele Menschen wie möglich mit auf diese Reise auch nehmen. Ja, ich glaube, du erreichst auch schon ganz, ganz viele Menschen. Auf jeden Fall treffe ich immer wieder auf Menschen, die dein Blog lesen und auf jeden Fall schon mal mindestens einen Artikel gelesen haben, weil die Themen so schön breit und auch lebensbereichübergreifend aufgestellt sind. Und ich bin mir auch sicher, dass da jeder was zum Lesen und also zur Inspiration findet. Ja. Weil es halt so schön breit ist und doch passt alles zusammen und es ist alles rund. Ja, das glaube ich auch. Also, es spiegelt einfach die Reise wieder und natürlich über die 5 Jahre ist ja auch wahnsinnig viel da auch an Content zusammengekommen. Ich habe mich auch selber weiterentwickelt. Ich habe ja nicht nur, also es ist ja nicht ein Jahr, über das ich geschrieben habe, sondern es sind auch 5 Jahre und wir unterschätzen ja immer, was so in diesen 5 Jahren alles passieren kann. Also ich hätte das auch nicht gedacht, dass ich mal hier sitze jetzt und mit dir Podcast aufnehme, selber einen Podcast habe und eine große Seite und alle so diese Bausteine halt in mein Leben gebracht habe. Aber das ist, wenn wir so wissen, wo wir hinwollen und das echt mit Herzensfreude machen, dann kann auch super viel Schönes passieren da draußen. Mm. Und das ist auch das wiederum, was das Universum macht. Da glaube ich auch ganz fest dran. Das ist jetzt dann bei sowas auf dem Weg unterstützt und es auch einfach honoriert, wenn wir was mit Liebe machen und mit Liebe rausgeben. Mm. Apropos Liebe und Entwicklung, was in Richtung Liebe ein Podcast gestartet. Ich glaube, es ist auch noch gar nicht so lange her, oder?
Nein, zum Weltfrauentag bin ich rausgegangen, am 8. März. Ja. Ah, okay. Und worum geht's denn da? Oder was kann ich mir da anhören? Ja, also erstmal ist der Podcast für Frauen, Frauen gerichtet. Also ja. Für Männer, es tut mir leid, aber es war einfach ein Herzenswunsch von mir. Ja. Und das Ganze ist eigentlich daraus entstanden, dass ich gemerkt habe, okay, bei Eat, Train, Love, mir kam diese Love-Schiene einfach immer ein bisschen zu kurz. Also ich hatte immer das Gefühl, also bei Eat funktioniert es super, bei Train hat es super funktioniert und bei Love war es oft so, dass ich mich schwer damit getan habe, über manche Dinge zu schreiben. Ja. Und auch immer so, das ist so breit nochmal in sich gefächert, dass ich so dachte, oh, da kommt einfach vieles zu kurz. Und außerdem hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist nicht das richtige Medium, mal da zu schreiben, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl, das muss was anderes sein. Und ich hatte dann erst mit Videos begonnen, 2015 war das, glaube ich. Hab mich da, also das war okay, aber ich habe auch so gedacht, irgendwie war es jetzt noch nicht so das Richtige vielleicht. Habe dann aber auch erstmal weitergemacht und ja, so im letzten Jahr kam mir dieses ganze Podcast, der Podcast-Boom sozusagen auf. Ja. Dann hat es aber echt noch so, ja, eigentlich genauso ein Jahr jetzt noch gedauert, bis ich dann wirklich gestartet habe. Ich habe ja letztes Jahr im Sommer schon mal drüber nachgedacht und war dann aber einfach noch andere Dinge, die da wichtiger waren. Genau, und dann hat sich das auch erst gefestigt, dass ich wusste, okay, ich möchte gerne insbesondere Frauen ansprechen und nicht, weil ich lieber mit Frauen zusammenarbeite, sondern einfach, weil mich das ganze Thema Weiblichkeit auf meiner Reise super begleitet hat. Also ich habe gemerkt, dieses Thema Weiblichkeit hat sich auch durch ganz viel von Eat, Train, Love damals oder auch durch meine eigene Geschichte hindurchgezogen. Und dass das auch immer wichtiger wurde. Und so habe ich zum Beispiel dann irgendwann gemerkt, okay, dass da irgendwie willst du da noch was draus machen. Und dann brauchte dieser Gedanke einfach noch eine Zeit, bis er dann wirklich reif war. Ja. So bin ich dann, im März habe ich dann mit dem Podcast gestartet, mit Celebrating Yin. Ja. Und da geht es nämlich eigentlich auch wieder um Glück, weil ich den, also so dieser Untertitel ist ja, mittlerweile ist er verliebt dich neu in dich und dein Leben. Aber es ist so dieses, ich richte den halt wirklich so an diese strahlende Frau in uns allen, weil ich das Gefühl einfach habe, in jeder von uns steckt einfach so dieses Licht, dieses Strahlen und mir ist es einfach da, das Bedürfnis, das wieder herauszuholen aus uns Frauen. Mhm. Und so, bin ich mit dem Podcast dann live gegangen und der ist auch eingeschlagen wie eine Bombe. Unglaublich schön, also ja. Genau, das ist echt faszinierend, wie viele auch dahin finden. Es haben natürlich auch viele Eat, Train, Lover dann rüber gewechselt auch, oder was heißt gewechselt, aber haben jetzt angefangen, den auch zu hören. Ja. Aber auch ganz viele andere Menschen, also ganz viele andere Frauen, die mich vorher teilweise nicht mal kannten, die dann irgendwie dazu gekommen sind. Und ja, da habe ich dann auch gemerkt, das ist auch so ein Herzensthema gewesen und war auch genau richtig, da auf den Instinkt zu hören. Ja. Geht es denn quasi um... Also Liebe im ganz Großen oder vorrangig um Liebe sich selbst gegenüber? Also dem Untertitel nach würde ich jetzt vermuten, dass es schon um vorrangig erstmal Liebe mir selbst schenken geht. Mhm. Ja, also das ist so das Erste, der erste Schritt überhaupt. Das ist so das, was ich auch auf meiner Reise festgestellt habe. Mhm. Wenn ich mich selber nicht liebe und mich nicht so annehmen kann, wie ich bin, dann habe ich ein Problem mit allem, was danach kommt. Also kann ich nicht in meine Projekte gehen, dann zweifle ich immer wieder an mir, dann habe ich keine funktionierenden Beziehungen, weil auch da spielt das Thema immer wieder mit rein. Ne? Also jeder andere Mensch kann mich auch nur so lieben, wie ich mich selber liebe. Ja. Deswegen ist für mich immer Selbstliebe ein wahnsinns großes Thema. Also das ist so der Anfangspunkt, möchte ich mal sagen. Deswegen war es mir auch so ein Bedürfnis, das so ganz vorwegzustellen. Mhm. Und dann ist es aber auch einfach noch das, was aus dem dann geboren werden kann. Also so, wenn ich in dieser Selbstliebe bin, dann kann ich mich eigentlich auch erst anfangen zu entfalten und auch so mir das Leben meiner Träume eben aufbauen und ja, auch mich neu in mein Leben verlieben. Deswegen war mir das halt wichtig, das auch mitzugeben, weil ich dann erst so dieses Fundament habe. Also die Selbstliebe sehe ich immer als Fundament und da baut dann alles drauf auf. Und deswegen ist es so auch so eins meiner Kernthemen einfach tatsächlich die Selbstliebe. Da wird es im nächsten Jahr auch noch ein anderes Projekt zu geben. Weil ich auch da mehr in diese Coaching-Richtung tatsächlich gehe. Also
Da kommt noch einiges, da bin ich gerade in der Entwicklung, aber genau, deswegen, Toll. Das ist schon auch vom Podcast einfach so das erste Kernthema und dann kommen halt noch so alles, was du noch drauf sitzt on top. Ja. Bestimmt denken jetzt, oder vielleicht denken jetzt, denkt jetzt der eine oder die andere, Selbstliebe, Selbstliebe, alle sprechen im Moment von Selbstliebe und liebe dich selbst. Wie komme ich denn dahin? Also wie komme ich denn dahin, dass ich vor dem Spiegel stehe, mir in die Augen schaue und mich und dieses Gefühl von Liebe, vor allem genau dieses Gefühl von Liebe spüre, was ich vielleicht im Moment nur in Verbindung oder in Abhängigkeit mit dem Partner oder mit anderen Menschen fühle. Gibt es eine Mini-Übung, die vielleicht in klein gedacht oder ein kleiner erster Schritt sein könnte, dass ich überhaupt so ein Gefühl entwickle von, was ist denn mit Selbstliebe überhaupt so richtig gemeint und wie geht das überhaupt nicht selber lieben? Ja, das ist erstaunlich, obwohl es gerade überall ein Riesenthema ist, gibt es aber eigentlich wenige Menschen, die wirklich sagen, so von Herzen sagen, ja, ich liebe mich. Aber das fängt ja schon bei dem Satz an. Wer stellt sich schon vor die Tür und sagt, ha, ich liebe mich? Mhm. Und das ist auch tatsächlich eine Übung. Ich habe die 2015 mal im Rahmen einer Challenge gemacht, also einer Eat, Pray, Love Challenge damals sogar noch. Mhm. Das war so eine dreiteilige Challenge, der dritte Teil war halt Love und da habe ich gesagt, so alle, die mitmachen, ihr stellt euch jetzt jeden Tag vor den Spiegel und sagt euch eine Minute mal lang ins Gesicht, ich liebe mich und schaut euch auch wirklich an und ne, guckt euch in die Augen, nicht irgendwie auf den Boden oder so, sondern sagt euch das und schaut euch euren Körper mal an, sagt das vielleicht auch bestimmten Körperstellen. Ja. Und das war erstmal so ganz merkwürdig, haben auch ganz viele so, okay. Oh ja. Dann habe ich da extra noch ein Video zugedreht, weil ich gesagt, okay, ich muss ja ein bisschen unterstützen. Und dann haben das aber auch viele ganz, ganz tapfer durchgezogen. Wir haben das wirklich so 31 Tage gemacht. Toll. Und ich habe auch wirklich jetzt auch mittlerweile eine Gastautorin von Eat, Train, Love, die hat auch gesagt, dass es für sie ein ganz, ganz wichtiger Baustein war. Also damals war sie noch übergewichtig, als sie diese Übung mitgemacht hat. Aber dass das ein ganz wichtiger Baustein für sie war, sich selber erstmal so anzunehmen, bevor sie zum Beispiel ihre Abnehmreise so starten konnte und so weitergehen konnte. Und das fand ich zum Beispiel unheimlich schön. Also ich habe damals selber noch nicht geahnt, welche Kraft diese Spiegelübung haben kann, auch bei vielen anderen. Aber für mich war sie auch ganz wesentlich. Also es ist so ein bisschen erst, das Gefühl ist komisch und nicht umsonst heißt es ja, fake it until you make it. Also wir fangen erstmal an, auch wenn sich das komisch anfühlt, du musst das erstmal noch gar nicht glauben, sondern probier es einfach mal aus. Also deswegen, das ist eine ganz, ganz kraftvolle Übung. Ja, ja. Aus dem Blick der Selbstliebe, was würdest du denn deinem damals, 20 warst du, oder? Als du festgestellt hast, dass du unglücklich bist, warst du Anfang 20, oder? Ja, so 23 glaube ich mal. 23. Mhm, genau. Was würdest du denn deinem 23-jährigen Ich mit dem Wissen und dem Bewusstsein von heute mit auf den Weg geben, aus dem Blick der Selbstliebe? Also das Erste ist, du bist gut, so wie du bist. Also wirklich von Herzen gut und du warst schon immer gut. Also du musstest dich nicht irgendwie erst verändern und transformieren und weiß ich nicht was. Also diese Erkenntnis, ganz, ganz wichtig. Und dann noch einfach, hör auf dein Herz. Lern wieder diese Stimme deines Herzens. Weil das ist wirklich der allergrößte Schlüssel für mich gewesen. Da wieder diese Herzstimme zu finden erstmal. Und dann Mut zu haben, darauf zu hören. Und ist mittlerweile auch, das ist wie so meine innere Führung tatsächlich. Also ohne diese Stimme entscheide ich eigentlich auch nichts mehr. Ja, ja, ja. Und, das hätte ich meinem damaligen Ich schon gewünscht. Also dass es nicht sich in irgendwelche Situationen, sei es jetzt jobmäßig oder auch in Dinge einfach reinwirft, wo ich immer, also damals hatte ich irgendwie das Gefühl, ja, ich muss das jetzt machen, um da was wert zu sein oder da um wertvoll im Job zu sein oder dies oder jenes, aber ich war von vornherein schon wertvoll. Also da gibt es keinen, ich muss das noch steigern, sondern das war eigentlich immer da und das habe ich damals halt nur nicht erkannt und das würde ich wahnsinnig gern meinem Ich damals mit auf den Weg geben. Ja, ja. Weil ich glaube einfach, also ich habe interessanterweise auch und ich lerne heute noch immer Menschen kennen,
die genauso drauf sind wie ich damals. Also ich habe auch das Gefühl, ich ziehe diese Menschen auch immer noch an. Ja. Aber eigentlich manchmal eher aus dieser Perspektive heraus, dass ich erkenne, welchen Weg ich gegangen bin. Also, dass ich so merke, okay, so wäre ich vielleicht mal geworden. Oder, okay, so war ich damals auch. Also diese Perspektive sehe ich ganz, ganz häufig interessanterweise so auf meinem Weg, immer wenn ich mehr Menschen treffe. Das zeigt mir immer wieder, wow, cool, was ich da für einen Weg gemacht habe. Also, dass ich auch wirklich innerlich stolz sein kann und das soll jetzt nicht hochnäsig klingen, sondern einfach, gar nicht. Dass ich einfach sehen kann, wow, das war genau richtig, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ja, weil genau deswegen kannst du für die Menschen jetzt da sein und die Menschen können sich von dir unheimlich inspirieren und bereichern lassen. Und naja, für die Menschen kannst du aufgrund der Erfahrung, die du gemacht hast, nur dieser Begleiter sein, der du jetzt heutzutage für sie bist. Absolut. Ja, eben. Ne? Ohne den Schatten hätte es das Licht auch nicht gegeben. Nee. Einfach so. Und wäre ich von Anfang an diesen Weg gegangen und wäre von Anfang an glücklich gewesen, hätte ich das auch nicht gewusst. Also ich hätte mich in viele Menschen auch gar nicht reinversetzen können. Auch mein Coaching zum Beispiel. Es ist auch oft ein Thema, dass das so dieses, beruflich unerfüllt oder dies oder ja, so diese äußeren Zwänge, das ist oft ein Thema auch tatsächlich. Und ich könnte das wahrscheinlich gar nicht so fühlen und diesen Schmerz auch nicht fühlen, wenn ich das nicht selbst erlebt hätte. Ja, das glaube ich auch. Gibt es denn ein Buch, was dich in irgendeiner Hinsicht begleitet oder einen nächsten Meilenstein vielleicht sogar verursacht oder gesetzt hat? Gibt es da etwas, was du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Also was mich ganz stark natürlich geprägt hat auf der Reise, ich habe es jetzt hier mehrfach schon gesagt, ist der Wundern, aber auch viele Werke drumherum. Also sei es eine Marianne Williamson zum Beispiel, also Rückkehr zur Liebe von ihr. Also ich habe auch letztens erst wieder in dieses Buch reingelesen, habe wieder neue Dinge gelesen, die ich habe das Buch bestimmt schon 6-mal gelesen, also wirklich von vorne bis hinten. Und auch heute lese ich manche Zeilen wieder anders als, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, als ich das letzte Mal gelesen habe. Das ist für mich ein unheimlich großer Begleiter, aber natürlich auch das reine Werk, der Kurs einfach, also der Kurs in Wundern, weil ich unglaublich viel daraus ziehen kann tatsächlich. Ja. Und was für mich noch wichtig war, auch gerade zum Thema Selbstliebe, das habe ich ja vorhin auch schon angedeutet, ist ein Buch von John und Stacey Eldridge, heißen die. Da geht es auch um wirklich, also die sind, es ist ein Theologenpaar, die auch tatsächlich sich so mit ihrer Reise zu Gott beschäftigt haben. Aber man kann es auch anders lesen, dieses Buch. Also ja, da steht auch Gott drin, genauso wie im Kurs. Okay. Das war für mich zum Beispiel der Schlüssel, dass ich gemerkt habe, oh wow, ich bin beschützt, ich bin geliebt und das Buch heißt, weißt du nicht, wie schön du bist? Und das fand ich als Frau unfassbar schön zu lesen. Ja, das war unter anderem auch ein Meilenstein für den Podcast, weil ich gesagt habe, ich möchte jeder Frau eigentlich zeigen, wie liebenswert sie ist. Das ist ein großer Antritt auch. Und mir hat dieses Buch unglaublich geholfen. Ja. Oh, schön. Also das sind so die Bucht oder Bücher einfach, die mich unglaublich auf der ganzen Reise. Ja. Kenne ich auch, also außer Kurs in Wundern, aber die anderen beiden kenne ich auch auf jeden Fall noch nicht. Ja, dann werde ich mir auch mal anschauen. Ja, also wirklich, es muss nicht immer für jeden das richtige Buch sein, das ist es einfach so, also wirklich einfach mal jetzt auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal reinspüren, auch in das Buch gucken und ja, wenn es passt, dann passt es und mich hat es damals einfach unglaublich berührt, also das Rückkehr zur Liebe habe ich 2012, glaube ich, schon gelesen und seitdem wirklich immer wieder und ich lese immer wieder was Neues und das andere habe ich ein paar Jahre später gelesen und das war für mich auch ein ganz wichtiger Weg aus dieser Reise. Ja. Vielen Dank für die Tipps. Ja, sehr gerne. Und die verlinke ich auch alle in den Shownotes, sodass ihr nicht lange suchen müsst, sondern einfach nur den Link anklicken könnt. Perfekt, ja. Ah, wunderschön. Ich danke dir vielmals für deine Offenheit und Ehrlichkeit und das Teilen all deiner Erfahrungen. Ist ja Wahnsinn, wie lange dieser Blog schon besteht. Ja. Das hatte ich irgendwie jetzt auch noch, hatte ich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm.
Wobei ich natürlich wusste, dass er schon länger besteht als jetzt seit März. Oder dass es schon vor dem Podcast auch da war. Doch, dass es schon 5 Jahre ist, das war mir nicht... Ja, kann ich manchmal selber nicht glauben. Aber nein, das glaube ich. Gerade so schnell vergeht die Zeit, ja. Ja, und auch die Entwicklung, wenn immer Entwicklung da ist und man auch so diesen Weg sozusagen, also jeden Moment auf diesem Weg genießt, dann vergeht, glaube ich, die Zeit so, ja so anders. Als aber definitiv, ja. Als wenn man sich so auf einer Reise nach vorne von Ziel zu Ziel schleppt und das als anstrengend empfindet. Ja, ja, es ist auch so, dass mich immer mal auch Menschen auch so aus meinem Umfeld, Freundeskreis fragen dann so, wie, du machst das schon 5 Jahre, wie kannst du da immer noch Themen haben? So, irgendwann muss doch mal die Geschichte erzählt sein. Nein, die wird nie erzählt sein, weil sie immer weitergeht. Und ich glaube, das ist auch so einer der wichtigsten Tipps, wenn du wirklich auch anfängst, über das zu erzählen und ehrlich zu sein und offen zu sein, was dich selber gerade bewegt. Ob es jetzt Selbstliebe ist, ob es Ernährung ist, ob es, weiß ich nicht, Sport, Abnehmen, Yoga, Meditation ist. Ja. Es wird immer Menschen geben, die genau dieselben Fragen haben wie du gerade. Und das ist, glaube ich, auch einfach so ein Schlüssel zu sagen, hey, also ich zum Beispiel habe auch so das Verständnis von mir, ich möchte nicht irgendwie so ein abgehobener Guru sein, der da oben ist und sagt, boah, ich habe schon alles ausprobiert in der Welt, da gibt es nichts mehr, was mich schocken kann, sondern ich bin, das spiegeln meine Leser mir halt auch immer wieder zurück und auch die Hörerinnen, dass sie sagen, ich habe das Gefühl, ich höre einer Freundin zu. Und das, finde ich, ist eins der schönsten Komplimente auch. Jemand, der mich nicht kennt, also nicht persönlich kennt, dass er sich so verbunden mit mir fühlt, dass er mich als Freundin bezeichnet. Das ist schon eine große Ehre. Ja. Ja, total. Voll schön. Das glaube ich. Das sind ja auch für einen selber immer wieder besondere Momente, wenn man so eine Art von Feedback und auch überhaupt Rückmeldungen bekommt und in Verbindung, also so in direkter Verbindung mit Menschen steht, die irgendwas aus irgendeiner vielleicht Podcast-Folge oder einem Artikel für sich selber mitgenommen haben und einem dann schreiben, welche Erfahrung sie wiederum mit dieser neuen Inspiration oder dem Wissen gemacht haben. Ja. Das ist ja unbezahlbar. Definitiv. Und da ist auch wirklich jede Rückmeldung wichtig. Also viele denken auch immer, ich lese die Mails gar nicht mehr, weil ich bekomme viele, aber ich lese jede einzelne und im Idealfall beantworte ich sie auch möglichst schnell, weil es mir einfach wichtig ist. Ich bin total dankbar dafür. Ich finde, jede Rückmeldung ist auch wertvoll. Und auch gerade diese Geschichten, was das persönlich gemacht hat, das ist Futter auch für meine Seele und auch für meine Arbeit, weil ich so merke, hey, das bringt da was und da ist da nochmal eine neue Idee, was ich machen kann, das ist total wertvoll und ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich auch Rückmeldungen bekomme natürlich und aber auch in welche Richtung das geht, weil das ist ja der Grund, warum ich das mache. Ich möchte Menschen bewegen und ich möchte das Leben von Menschen in einer positiven Weise berühren und einfach da einen Unterschied machen. Und das ist natürlich genau der Beweis auch dafür, dass es so kommt, wie ich es mir gewünscht habe. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich auch nur bestätigen. Dankeschön, das ist auch lieb. Dass das ankommt. Also die Botschaft, die du rausgeben möchtest und die Aufgabe, die du damit bekommen hast, die erfüllst du auf jeden Fall mit dem, was du machst. Dankeschön. Oh, das freut mich. Ich verlinke auch all deine Seiten, deinen Blog, deine Facebook-Seite und natürlich auch den Podcast. Sehr gerne. Und bin auch schon gespannt und werde da sicherlich auch noch in mehrere Folgen und Inhalte reinlesen und reinhören. Und danke dir nochmal von Herzen für deine Zeit. Ja, super gerne. Hoffe, dass wir in Verbindung bleiben. Ja, doch, auf jeden Fall. Und ich hätte heute jetzt auch noch ein paar, also normalerweise habe ich auch immer noch ein bisschen im Anschluss dann Zeit, aber heute weißt du ich habe dann noch einen Auftrag. Ich weiß, er ist auch wichtig. Ein neues Leben auf dieser Welt. Ein neues Leben möchte begutachtet werden. Ja. Oder ich möchte es zumindest. Vielleicht schläft sie auch schon. Ja, auch wahrscheinlich, aber das ist das halt. Ja, also vielen Dank nochmal. Sehr gern, ja.